Wisst ihr, der Saal könnte dreimal so voll sein, weil wir mussten ganz vielen absagen. Ihr seid sehr geschätzt beim Herrn, dass er euch da hereinlassen hat. Halleluja. Amen, Amen. Ja, ich freue mich sehr, denn es ist ein richtiges Wunder, dass ich da bin. Es ist nämlich der Flughafen in Uganda noch dicht, aber vor circa 10 Tagen hat der Herr zu mir gesagt, nach 2 Wochen, ruf bei der deutschen Botschaft an in der Früh und frag sie über einen Flug. Und wisst ihr, ich bin naiv genug, dass ich alles tue, was er sagt. Ob das Sinn macht oder nicht, sage ich, ruf an, wenn die sich blöd anstellen, dann hänge ich gleich wieder auf. Ja. Und dann habe ich angerufen, sie kennen uns bei der deutschen Botschaft. Und dann haben die, Frau Brehan, was dürfen wir für Sie tun? Und dann habe ich gesagt, haben Sie einen Flug nach Europa? Ja, wir warten schon auf Sie, Halleluja. Gut, und dann bin ich mit einem Flug. Zuerst hätte ich sollen mit der KLM fliegen. Da hätte ein Flug $1,330 gekostet. So teuer bin ich noch nie geflogen. Dann habe ich gesagt, habe ich nochmal angerufen und gesagt, haben Sie einen billigeren? Ja. Und es wäre nur ein Herflug gewesen, ja, kein Retourflug. Dann haben sie gesagt, 2 Tage später fliegt die Brussels Air um 12:20 Uhr, Retourflug. Ja, Fragen ist nicht immer blöd, gell? Und auch der Herr möchte, dass wir immer wieder fragen. Wir dürfen fragen. Und da bin ich hergeflogen. Und wisst ihr, in Uganda, da lebt noch Glaube. Erstens einmal wissen wir, dass der Coronavirus bei unserer Hitze nicht gut existieren kann. Zweitens haben wir keinen einzigen Toten bis dorthin gehabt. Meine Tochter hat mir gesagt, gestern ist eine Frau gestorben. Sie wissen aber nicht genau, ob es von Corona war. Aber es sind viele von außen gekommen, die mussten alle in Quarantäne und nur mit Naturheilmitteln behandelt, ja, nur mit Tees und alle gesunden lassen. Ja. Und also ich sage es euch, ich hasse diese Maulkörbe. Ja. Und da steige ich ein in das Flugzeug von der Brussels Air. Der hat einen Apparat gehabt, da hat mir noch keinen Schlitz vor den Augen gesehen. Da habe ich gesagt, wen haben denn Sie gebissen? Da sagt er, wieso? Sag ich, ja, in meinem Land tragen nur Hunde, die beißen, solche einer Maulkörbe. Und dann habe ich mir ein Kopftuch über den Kopf gehängt und ich habe keine Maske getragen, okay? Aber ich sage es euch, ich habe neulich, also für mich ist es die größte Verarschung, die die Welt je erlebt hat. Tut mir leid. Jedes Jahr sterben mehr Leute von der Grippe, werden mehr Kinder abgetrieben, viele sterben von falschen Medikamenten, von AIDS, von allen möglichen, von Verkehrsunfällen, von Selbstmord und keiner schert sich drum. Da steht eine ganz andere Strategie dahinter, okay? Aber wir Christen wissen, dass denen, die Gott lieben, alles zum Besten zusammenwirken wird, okay? Aber ich glaube, der Herr möchte uns die Augen öffnen und dass wir erkennen, dass wir absolut in der Endzeit leben. Wisst ihr, wann die Endzeit begonnen hat? Mit der Ausgießung des Heiligen Geistes in Jerusalem. Vor 2000 Jahren. Amen. Und jetzt sind wir am Ende der Endzeit. Aber 2000 Jahre. Und da hat uns der Herr Jesus gelehrt, das Reich Gottes ist nahe. Und er hat uns gelehrt zu beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und was haben wir gelebt? Ich, mich, meiner, mir, Herr, segne doch uns 4. Purer Egoismus. Und wisst ihr, da möchte ich euch erzählen, Gott hat so viel gesprochen in den letzten Wochen zu mir. Und zwar können wir sehr viel lernen von der Geschichte der Israelis. Wie die in 400 Jahren in der Sklaverei waren, in Ägypten, da waren sie gebunden an diesen Pharao, der steht für Satan. Okay? Und Gott hat dann viele Jahre einen Mann vorbereitet, um die herauszuführen, den Mose. Das wäre eine eigene Predigt für sich. Und dann hat Gott dann noch diese Plagen kommen lassen. Ja. Wisst ihr, dass wir in Uganda Heuschrecken hatten, wie verrückt? Brände, in Australien die Brände. Also unwahrscheinlich Plagen. Also wir haben Schwärme, dass der Himmel schwarz war von diesen Heuschrecken gehabt, Locusts. Aber meine Mitarbeiter und die Kinder haben Tag und Nacht die so geschreckt, dass die kein einziges Ei legen konnten.
Und nach zwei Tagen sind sie abgehauen. Und wir waren fertig, weil wir waren froh, dass sie abgehauen sind, weil wir waren auch erschöpft. Ja. Die dauernd alle Äste zu schütteln und so. Aber denen haben wir keine Ruhe gegeben. Okay? Ja. Und so ist nichts gefressen worden. Nichts. Unsere Ernte ist total verschont geblieben, obwohl der Himmel schwarz war mit Lokus. Okay? Und also wir leben wirklich in der Endzeit. Der Endzeit. Am Ende der Endzeit, okay? Und das müssen wir uns bewusst sein. Und wenn ich heute die Bibel lese, habe ich das Gefühl, das ist gestern geschrieben worden. So lebendig. Ich weiß nicht, mit der Offenbarung habe ich es nie sehr. Die habe ich immer gedacht, das ist für viel später. Ja. Aber jetzt, wenn ich jetzt Offenbarung lese, sage ich, mein Gott, das haben Sie das gestern geschrieben? So aktuell ist alles. Amen. Und vor 5 Jahren bin ich ausgestiegen am Flughafen in München und höre ganz laut. Da habe ich gesagt, Herr, was höre ich? Sagt er, Europa schnarcht. Europa schnarcht. Wisst ihr, wenn ihr einen Frosch in ein heißes Wasser gebt, hüpft der so schnell heraus, wie er reingekommen ist. Wenn ihr ihn in kaltes Wasser gebt und langsam erhitzt, hat er keine Chance zu überreißen, was passiert. Und wir haben jetzt jahrzehntelang dieses lange, langsame Aufwärmen gehabt vom Teufel, okay? Wenn man von außen auf Europa schaut, dann ist man erschreckt, ihr Lieben, weil keine Gottesfurcht mehr da ist. Was uns nicht passt, machen wir einfach ein neues Gesetz, ja? Ob das mit den Ordnungen Gottes übereinstimmt oder nicht, ist uns schon egal. Und das sind Konsequenzen. Das sind Konsequenzen. Dann habe ich gesagt, Herr, weck sie auf, küsse sie wach. Anscheinend hat er geküsst, aber es hat nichts genutzt. Wisst ihr? Dann hat er uns einmal ein paar auf die Schulter, auch noch nichts, aber ich sage es euch. Gott liebt uns so sehr, dass er uns züchtigt, bis wir umkehren. Amen. Es ist Liebe. Dann hat er mal und die sind dann heraus aus Ägypten und dann sind sie zum Roten Meer gekommen. Das Rote Meer steht für uns als Christen wofür? Für die Taufe. Für die Taufe. Da hat Jesus alles gemacht. Amen. Wir müssen nur ihn aufnehmen und dann haben wir ewiges Leben. Und da sind sie durchgegangen auf trockenem Boden. Das ist mir unbegreiflich, wisst ihr, wenn sich das Meer teilt und dann soll der Boden trocken sein. Und der Pharao hat gleich überrissen, der Teufel hat gleich überrissen, was er da verliert. Und ist denen nachgejagt. Und die haben sich gefreut, das Meer ist offen, ja, rein mit allen Pferden. Das waren die besten Krieger von Ägypten. Wie der letzte Israeli rausgekommen ist und der letzte Ägypter drinnen war, hat es zugeklappt. Ihr Lieben, Gott wird sich um unsere Feinde kümmern. Amen. Amen. Wir müssen nur auf ihn schauen und bei ihm bleiben. Er kümmert sich um unsere Feinde. Amen. So, jetzt waren sie in der Wüste. War das das Endziel? Nein. Die waren 3 Wochen waren sie durch, das Land durch, und waren an welchem Fluss? Dem Jordan. Das war der Fluss zum verheißenen Land. Und dann haben sie 12 Botschafter hineingeschickt. Und das waren nicht die Dümmsten, ja, das waren die Führer. Ja. Aber davon haben nur 2 geglaubt. Nur 2 haben Gott mehr geglaubt als den Umständen. Wisst ihr, die sind zurückgekommen mit Trauben. Die waren so groß, dass sie mit Stämmen, die sind bis zum Boden gegangen. Ja, ist ein wunderbares Land. Aber, ich sage es euch, das ist der ärgste Aberglaube. Den Aberglauben müssen wir abschaffen. Amen. Die sind so große Riesen, die fressen uns. Ja, keiner ist gefressen worden. Aber die Angst, die haben sich schon tot gesehen von den Riesen. Nur die Angst. Im Englischen ist Fear ist Angst. F-E-A-R. False evidence appearing real. Falsche Tatsachen erscheinen uns als real. Das ist Angst. Und Angst ist die Sprache der Hölle. Amen. Und hier wird jetzt mit Angst gearbeitet, ihr Lieben, auf der ganzen Welt. Sollen wir diese Sprache sprechen? Sollen wir diese Sprache sprechen? Nein. Wir sprechen die Sprache des Glaubens. Und Faith auf Englisch, for all I trust him. Für alles vertraue ich ihm. Amen. Also, ja, und dann waren sie da, ja,
Wer hat gewonnen? Haben die zwei, die geglaubt haben, den Sieg gewonnen oder die 10 Ungläubigen? Die 10 Ungläubigen. Und dann sind sie 40 Jahre in der Wüste herumgetrottelt, sind dauernd in Kreisen gelaufen, haben sich immer an denselben Steinen gestoßen und sind wahrscheinlich alle an Kreislaufstörungen gestorben. Ihr Lieben, wenn ich mir heute die Christenheit in der Welt anschaue, ist es ziemlich ähnlich. Meckern, raunzen, murren, knurren, rebellieren, schimpfen. Gott hat sie versorgt mit allem. Aber keine Dankbarkeit war da. Immer nur gemeckert. Und wisst ihr, die Bilanz, dass von den Hunderttausenden, die ausgezogen sind aus Ägypten, wie viele nur ins verheißene Land gekommen sind? 2. Ist das eine verheerende Bilanz? Wenn ich mir heute die Christenheit anschaue, ihr Lieben, ich vertraue, dass mehr hineinkommen. Aber es schaut nicht sehr rosig aus. Du bist ja nicht normal, wenn du glaubst. Es ist viel leichter, den ganzen Schmarrn zu glauben, den man hört über die Medien. Also ist ja ein Wahnsinn, was da gelogen wurde jetzt. Jetzt werden ein paar denken, was die da für ein Blödsinn redet. Nein, ich sag's euch. Von Wissenschaftlern, die sich auskennen mit dem, die sagen, das ist alles organisiert, um uns zu verängstigen, um uns dorthin zu bringen, dass wir gefügig werden. Ihr Lieben, ich gehorche nur dem Heiligen Geist. Amen. Wie der Coronavirus kam, habe ich gesagt, Herr, wenn der als Bestimmung hat, mich frühzeitig in deine Herrlichkeit abzubefördern, heiße ich ihn willkommen. Amen. Gibt ja nichts Besseres wie heimgehen. Meine Tochter hat gesagt, Mama, wieso sträumen wir uns so gegen Sterben? Der liebe Gott sagt, kein Auge hat gesehen, kein Ohr hat gehört, es ist in kein Menschenherz eingedrungen. Was Gott für die bereitet hat, die ihn lieben, das ist ja drüben viel schöner. Da soll man doch das Ganze willkommen heißen. Ich sage, ja, aber wir haben noch hier auf der Welt was zu tun. Und ich sage euch, es geht uns so gut in Uganda. Wir sind glücklich über diese Schnellbremsung, die Gott gemacht hat. Und das war's. Amen. 2000 Jahre sind bei Gott ein Tag. 2000 Jahre hat er uns jetzt eine lange Leine gelassen. Und was haben wir daraus für einen Mist gebaut? In jeder Hinsicht. Wisst ihr, zum Beispiel jetzt in Venedig schwimmen die Delfine, in Trieste Delfine. Keiner, der dort je gelebt hat, kann sich an das erinnern, weil die brauchen sauberes Wasser. Jetzt sind sie gekommen. Bei uns wächst alles so unwahrscheinlich, dass ich mir denke, ja, geben die denen Treibstoff oder was? Aber was ist los? Hier der Himmel, so schön blau, wie er schon lange nicht mehr war. Die Flüsse erholen sich wieder, die ganze Natur. Ihr Lieben, Gott hat eine Schnellbremsung gemacht, damit wir in unserer zerstörerischen Art endlich einmal zu Sinnen kommen. Amen. Wozu sind wir auf dieser Welt? Wir sind nicht hier, um unsere Königreiche zu bauen, sondern um Gott zu verherrlichen. Amen. Und da ist sehr wenig geschehen. Und Gott, ja, und dann sind die 40 Jahre da herumgetrottelt. Und alle gestorben. Nur die, die in der Wüste geboren wurden, sind dann mit Joshua und Kaleb, weil sie von ihnen wahrscheinlich unterrichtet wurden, über den Jordan in das verheißene Land gekommen. Und da mussten sie mit der Bundeslade ins Wasser hinein. Wisst ihr, der Jordan steht für Galater 2,20. Bei der Taufe hat Jesus alles gemacht, aber das ist noch zu wenig, ihr Lieben. Wir müssen mit Christus mitgekreuzigt werden. Galater 2,20 heißt, ich bin gekreuzigt mit Jesus Christus. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und wer ist da von den Christen schon dort? Die meisten Christen laufen Jesus noch, damit es ihnen besser geht, damit sie mehr Geld verdienen. Wir sollen Jesus ähnlicher werden. Und das heißt Veränderung. Und gegen das wehren wir uns in jeder Hinsicht. Veränderung. Gott möchte jeden von uns verändern. In wen? In den? Einen Abglanz von wem? Von Jesus Christus. Amen. In den vor 4 Evangelien wirst du nie das Wort Christen lesen.
Immer nur Nachfolger Jesu, Jünger. Amen. Erst in der Apostelgeschichte, ich glaube im 11. Kapitel, heißt es, in Antioch, glaube ich, wurden die Jünger zum ersten Mal Christen genannt, weil sie Christus ähnlich waren. Und wir sollen Christus ähnlich werden. Amen. Das ist der Auftrag. Das ist der Auftrag. Wir sollen alle so werden wie Jesus. Ihr seid begeistert. Ihr Lieben. Und da braucht es einige Veränderung. Amen. Und vor allem darum. Darum sagt der Herr, wir sollen täglich unser Denken erneuern. Amen. Mit dem Fernsehen. Mit der Zeitung. Mit dem Radio. Mit YouTube. Ja, wenn es meine Botschaften hört, schon. Nein, mit dem Wort Gottes. Amen. Mit dem Wort Gottes. Wisst ihr, ich habe jahrelang, ich habe schon mit 7 Jahren mein Leben Jesus übergeben und dann wollte ich alle zu Jesus bringen. Und dann jahrelang hat keiner wollen, was ich ihnen gebracht habe. Dann habe ich gesagt, Herr, was ist das Problem? Na, da sagt die Verpackung passt nicht. Sag ich, wie bitte? Und dann sag ich, schau schon selber aus, als wenn in Zitronensaft getauft wärst. Manche haben gesagt, ich habe schon ohne Jesus genug Probleme. Wenn sie mich angeschaut haben. Dann habe ich gesagt, Herr, dann arbeiten wir an der Verpackung. Ihr Lieben, der arbeitet immer noch an der Verpackung. Amen. Die Verpackung muss mit dem Inhalt übereinstimmen. Amen. Wenn du ausschaust selber, als wärst du in Zitronensaft getauft, dann bitte erwarte nicht, dass andere wollen, was du hast. Amen. Du musst lernen, dich so in Jesus hinein zu leben, dass du und er eins werdet. Amen. Ich lerne meinen Kindern allen zu beten, Herr Jesus, ich bin dein und du bist mein und es soll immer so sein. Amen. Amen. Es geht nicht um ein Christ-Tun. Es geht um ein Wie-Christus-Sein. Und da sind Prozesse notwendig, ihr Lieben. Kostet dich alles. Vor allem alle Rebellion und allen Stolz. Alle Unabhängigkeit. Und da sind wir ja sehr trainiert. Habt ihr schon einmal ein kleines Kind müssen beibringen, wie man schlimm ist? Habt ihr da schon einmal ein bisschen Nachhilfe geben und sagen, das musst du machen, damit du schlimm bist? Du hast alle Hände voll zu tun, dass du sie am richtigen Weg bringst. Amen. Weil es natürlich kommt. Natürlich. Wisst ihr, im Paradies, da waren Adam und Eva, die waren unschuldig. Und sie haben aber den Auftrag gehabt, nicht von dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse zu leben. Und der andere Baum, der Baum des Lebens, da waren bestimmt 999 verschiedene Bäume mit herrlichen Früchten. Herrlich. Alle konnten sie essen, aber was glaubt ihr, welcher der einzige interessante war? Wo er gesagt hat, nein. Und der Teufel war ja schon aus dem Himmel herausgeworfen. Ja? Und er war sauer. Und er wollte diese Welt herrschen. Und ihr Lieben, das will er immer noch. Aber seine Zeit ist kurz. Zur Zeit ist er sehr zornig, weil er weiß, es ist seine Zeit sehr kurz. Das Licht hat jetzt begonnen, die Dunkelheit zu durchdringen. Amen. Und ja, und dann haben die gehorcht und haben dem Teufel geglaubt, sie werden so sein wie Gott, wenn sie von der Frucht essen. Und dann wurden sie wiedergeboren mit der Natur des Teufels. Und dann, wisst ihr, also ich, wenn ich Gott gewesen wäre, hätte ich gesagt, klatsch, das war ein Fehl. Das war ein Mist, was ich da gebaut habe. Also ich hätte nicht diesen Prozesse, die er es auf sich genommen hat, ich hätte es nie gemacht. Das Risiko wäre mir zu groß gewesen. Aber Gott hat uns so geliebt und liebt uns so sehr. Der ist verknallt in jeden von euch. Ihr seid begeistert. Gott ist verknallt in jeden von euch. Und er glaubt, es ist das Beste, was ihm je passiert ist, wie er dich gemacht hat. Amen. Vergleich dich mit niemandem, wisst ihr? Originale kann man nicht vergleichen. Sonst wirst du eine Kopie. Gott will, dass du als Original stirbst. Oder heimgehst. Amen. Und dann, wisst ihr, die ganze Geschichte. Zum Beispiel, wenn ich mir denke, bei Noah.
Da war ja die Welt so schlecht. Die haben alle ihre Beziehungen zu gefallenen Engeln gehabt. Ja. Nur der Noah war noch rein in der menschlichen Linie. Und mich hat der Herr mal gefragt, ob ich bereit bin, den Glauben wie Noah zu bekommen. Da habe ich gesagt, Herr, lass mich mal nachdenken. Der hat 100 Jahre auf einem Berg ein Schiff gebaut, wo es nie geregnet hat. Ich habe gesagt, Herr, das ist mir ein bisschen zu viel. Wurde verspottet jahrzehntelang, ja? 100 Jahre. Den Glauben musst du dir vorstellen. Und haben ihn ausgelacht und ausgespottet. Aber denen ist das Lachen vergangen. Und ich garantiere euch, es wird vielen Leuten das Lachen vergehen. Wir sind wieder in so einer Zeit. Ein Bruder von meiner Schwester Hertha, der Pastor, geht predigen in unserer Stadt. Und wisst ihr, wer am interessiertesten stehen bleibt? Die Moslems. Die anderen sagen, geh in die Kirche. Das braucht man nicht. Denen wird es noch vergehen. Ihr Lieben, es geht hier jetzt nur mehr noch darum, welchen Stellenwert hat Gott in deinem Leben? Alles andere ist nicht mehr primär. Nicht mehr primär. Alles andere. Gott hat seinen Finger auf alle Götzen gelegt, die wir uns gebaut haben in den letzten 2000 Jahren. Reichtum, Ruhm, Vergnügen, Sport, alle möglichen Leistungen. Wenn ich mir denke, meine Familie, ja, viermal im Jahr machen die einen riesigen Ausflug. Ja, 3 Wochen in weiß ich, wohin sie fliegen. Nordpol, Südpol, aber überall hin. Aber was ist das für Sinn des Lebens? Ich sage immer, wenn ihr das Geld in das Reich Gottes investieren würdet, wow, dann geht die Post ab. Dann geht die Post ab. Wir sollen diese Erde zu einem Paradies machen. Gott hat mir in Afrika alles nur Katastrophengebiete gegeben. Wie man das erste gegeben hat, 100 Hektar. Ich weiß das immer nie, wenn ich unterschreibe. Wisst ihr? Ich bin sehr naiv, ich tue ihm alles, was er sagt. Und dann sitze ich wieder in der Pfütze. Ja. Dann sage ich, Herr, was habe ich wieder für Warnzeichen übersehen? Oder so, kannst du nichts übersehen. Das habe ich so geführt. Komme ich drauf, dass wir ein Land bekommen haben, schön zum Anschauen, aber voll mit Zauberern. Schlangen ohne Ende und bezahlte Mörder haben da drauf gewohnt. Wenn du jemanden nicht wolltest, 45 Kilometer von der Hauptstadt entfernt, wenn du jemanden nicht mochtest in der Hauptstadt, musst du nur das Geld, ein Foto, die Adresse, am nächsten Tag war der nicht mehr da. Und die haben auf meinem Grundstück gelebt. Dann habe ich gesagt, Herr, warum hast du mich nicht gewarnt? Dann habe ich gesagt, ja, weil ich möchte, dass du das veränderst. Das ist ein Katastrophengebet. Dann hat er gesagt, Namen ändern. Sage ich, Namen ändern. Das ist eine Katastrophe. Sagt er, nein, Glory Land. Herrlichkeitsland. Und da hat es da drum geknackt. Ich habe nur mehr noch Glory Land gesehen. Waren gleich viel Zauberer dort, waren gleich viel Schlangen dort, gleich viel Mörder. Ich habe nur mehr noch Glory Land gesehen. Wisst ihr, wie wir sehen, so wird es. Mit den Augen des Glaubens. Amen. Und dann haben meine Mitarbeiter angefangen, das Land zu roden. Dann ist bald einmal der höchste Zauberer zu ihnen gekommen und hat gesagt, ich werde jetzt bald ein Schaf opfern, damit du und die Mama Maria bald sterbst. Ich liebe den afrikanischen, die Schlagfertigkeit. Sag ich, was? Hat der Afrikaner, mein Bruder Peter. Was? Ein Schaf? Geh fang mit 100 an. Tschüss. Und lasst ihn stehen. Und die Mitarbeiter damals, das waren alles junge Burschen, die nicht zur Schule gehen konnten. Die konnten weder lesen noch schreiben, aber die hatten Glauben. Und jeden Tag haben die gebetet, dass diese ganze Dunkelheit dort mit dem Lichte Gottes durchdrungen wird. Und es waren keine 3 Wochen später, ist der Mann tot auf einem unserer Wege aufgefunden worden, ohne menschliches Eingreifen. Und wisst ihr, die Afrikaner sind so lieb, sagen sie, das dürfen wir der Mama Maria nicht sagen. Die kennt unsere Kultur noch nicht. Da kann sie nicht mehr schlafen, wenn wir das sagen. Ja? Also ich erfahre immer erst alles, wenn es schon vorbei ist. Ja? Halleluja. Ja, und dann sind noch 2 gestorben, der höchsten Zauberer. Und ich sage euch, da glaubt man mal sich im Mittelalter, ja? Was da unten noch abgeht mit Zauberei. Aber mit Jesus haben sie ausgespielt.
Und zwar ohne menschliches Eingreifen. Als ist die Furcht Gottes auf sie gekommen. Und viele sind weggezogen. Einmal die Mörder sind alle weggezogen. Und der Rest hat sich dann noch in unsere Gemeinde bekehrt. Und wer heute kommt, sagt, es ist ein Herrlichkeitsland. Wer war schon bei uns? Können Sie es bestätigen? Halleluja. Nicht lügen, gell? Halleluja. Nein, es ist ein Herrlichkeitsland. Und Gott hat mir gesagt, ich soll aus allem, was er mir gibt, und wisst ihr, der Segen Gottes ist bei allen besetzt. Wir müssen ihn freibeten. Amen. Und das möchte der Herr, dass wir ihn freibeten, dass wir herrschen über diese Bindungen des Feindes, denen wir begegnen. Nicht über die Menschen, okay? Nicht ihr Männer, denkt es nur nicht, ich habe immer gewusst, ich soll über meine Frau herrschen, gell? Das ist nicht die richtige Herrschaft. Die Frauen sollt ihr lieben. Und der liebe Gott ist sowas von barmherzig. Er hat nicht einmal gesagt, er soll die Frauen verstehen. Die verstehen sich ja selber nicht. Gott ist so barmherzig. Aber wenn ihr sie liebt, dann werdet ihr sie manchmal im Rückblick verstehen. Im Rückblick, okay? Okay. Ja, also Gott möchte, dass wir jetzt uns ihm zur Verfügung stellen, dass er durch uns Reich Gottes bauen kann. Und wisst ihr, das kann er nur, wenn wir frei werden von selbst. Selbst. Selbstgerechtigkeit. Selbstvertrauen. Selbstverwirklichung. Alles selbst. Gott möchte, dass wir total mit ihm eine Eins werden. Amen. Amen. Und da ist einiges, was der Heilige Geist in uns tun muss. Amen. Aber wenn wir willig sind und sagen, Herr, ich habe zu ihm gesagt, Herr, verändere mich, aber bitte nicht zu schnell. Ich sage, mach es mit dem geringsten Schmerz und in der kürzesten Zeit. Ihr müsst lernen, gescheit zu beten, okay? Und ich sage immer noch, Herr, mit dem geringsten Schmerz und in der kürzesten Zeit. Aber ihr Lieben, Gott ist so liebevoll. Er möchte uns verändern. Nicht in etwas, was für uns schlimmer ist, sondern besser. Amen. Er will uns freimachen von uns selbst. Damit wir beten, Herr Jesus, gib mehr von dir. Und er sagt, gib mir zuerst mehr von dir. Dann habe ich Platz. Wir müssen zuerst zur Null reduziert werden. Amen. Wisst ihr, im Johannesevangelium 15 heißt es, ohne mich könnt ihr, das ist verflixt wenig, ich sag's euch. Nichts ist verflixt wenig. Da kannst du Nullen dranhängen, so viel du willst. Amen. Und keiner von uns, wisst ihr, wir sind geboren als stolze, unabhängige, rebellische Menschen. Und wenn Jesus in uns hineinkommt, ist zuerst einmal der Geist von ihm erneuert. Aber dann kommt die Seele. Und die Seele besteht aus unserem Denken, unserem Fühlen und unserem Wollen. Und da muss ganz viel Reinigung, denn unser Denken muss mit seinem Denken eins werden. Unsere Gefühle sollen dort weinen, wo er weint. Und sich dort freuen, wo er sich freut. Also wir müssen mit ihm in Einklang kommen. Und unser Wille, dein Wille geschehe. Amen. Und er hat die besten Pläne für jeden von uns. Die allerbesten. Ich bin ein Zeugnis dafür. Ich sage es euch, nie hätte ich geahnt in meinem Leben, als junger Mensch, was Gott mit mir vorhat. Ja, wenn er mir gesagt hätte, wäre ich in den Busch nach Australien geflüchtet. Hätte ich gesagt, mit mir nicht. Ich war so ein scheues Kind, dass ich kein Gedicht aufsagen konnte, obwohl ich das Gedicht konnte, wenn da mehr wie 3 Personen waren. Meine Tochter sagt, aber das glaubt ihr heute niemand mehr, Mama. Ich sage, ja. Weißt du, ich habe erkannt, dass in mir ein entsetzlicher Angsthase lebt. Und dann ist mir bewusst geworden, das ehrt Gott nicht, wenn in mir so ein Angsthase lebt. In mir möchte der Löwe von Juda leben. Amen. Und dann habe ich gesagt, Löwe von Juda, komm herein und leb du in mir. Und der Hase war weg. Und er ist nie mehr wiedergekommen. Amen. Wir müssen alles austauschen, was nicht mit Jesus in Einheit ist. Amen. Zum Beispiel war ich die lausigste Geschäftsfrau.
Mein Papa hat immer gesagt, dich werden sie noch betrügen, bestehlen, womöglich bringen sie dich noch um, aber sowas von wie du, von einer lausigen Geschäftsfrau, glaubst du an jedem? Und da bin ich auch zum Herrn und habe gesagt, Herr, also das ist keine Ehre für dich, wenn ich so eine lausige Hausfrau bin. Lausige Geschäftsfrau bin. Dann habe ich gesagt, Herr Jesus, komm du herein und übernimm du alle meine Geschäftsanliegen. Dann bin ich draufgekommen, Herr Jesus ist Jude. Ja! Ihr Lieben, heute zieht mich keiner mehr über den Tisch. Der Herr Jesus gibt mir Träume, Visionen, sogar, dass mein Rechtsanwalt sagt, wo ist denn das wieder her? So, ich habe geträumt. Sagt, da verlangst du jetzt aber nichts für das. Gell? Das hat mir der Heilige Geist gegeben. Amen. So, ihr Lieben, Gott möchte alles austauschen in uns. Er möchte alles, was nicht in Einheit ist mit dem Charakter Jesu, dass wir das abgeben und ihn dafür aufnehmen. Amen. Das ist ein Austausch, ein permanenter Austausch. Und dann kommst du in ein Leben, das stressfrei ist. Kommst du in ein Leben, wo du so in der Geborgenheit Gottes bist, dass du vom Staunen nicht mehr herauskommst. Amen. Und wo Friede herrscht, muss ich schauen, ob ich das finde. Ich habe sehr viel gelernt. Das erste Mal ist, wir müssen mal alle Sorgen loslassen. Alle Sorgen. Ihr Lieben, Gott sagt, sorge dich um nichts. Er sorgt sich um alles. Amen. Aber wenn wir uns sorgen, heißt es, lieber Gott, du machst es nicht gut genug, ich muss es selber machen. Wieder stolz. Amen. Sorget euch um nichts. Ich sage es euch, ich habe überall, wo ich bin, einen Gebetsaltar, da brennt Tag und Nacht eine Kerze. Nicht, weil ich an Kerzen glaube, sondern weil das Licht, ich sage immer, geh immer wieder vorbei, Licht durchdringe alle Dunkelheit hier bei meinen Gebetsanliegen. Und der Herr tut Wunder. Gott möchte Licht in dein Leben bringen, in jede Situation. Er möchte alles heilen, was an dir, wisst ihr, viele Christen glauben noch, sie sind arme Opfer. Wir sind keine armen Opfer. Wir sind erlöste Verbrecher. Das müssen wir uns bewusst machen. Jeder von uns hat genug Dreck am Stecken, damit Jesus hätte müssen sterben. Bei mir hätte man, also ich habe mich sehr bemüht, ein braver Mensch zu sein und habe jahrelang gedacht, Jesus ist für diese bösen Menschen gestorben. Bei mir hätte man was eine andere Methode finden können. Aber der hat mich schwer überführt über meine Selbstgerechtigkeit. Und die stinkt. Hat ein Missionar in Indien gepredigt, dass Jesus für die Sünder gekommen ist. Alles bezahlt hat er. Und lang gepredigt und gedacht, alle haben es kapiert, ja. Dann kommt einer zu ihm und sagt, für mich hat er nicht sterben müssen. Sagt er, wieso nicht? Ja, er hat gesagt, ich habe nie gesündigt. Sagt er, hast du nie gelogen? Nee. Die Frau betrogen? Nee. Hast du gestohlen? Nee. Sagt er, bist du sehr stolz darauf? Sagt er, ja. Habt ihr es kapiert? Amen. Wir haben alle genug Dreck am Stecken, damit Jesus hat müssen sterben für uns. Und er hat es getan aus Liebe. Wisst ihr, er hat dazu, zum Schluss hat er noch gesagt, vergib ihnen, die wissen nicht, was sie tun. Ja, und da habe ich sehr viel von Hudson Taylor gelernt, von C.S. Lewis, Männer, die wirklich das ausgetauschte Leben gelebt haben. Und wegen der Sorgen, ihr habt das in Körbchen, ihr könnt daheim eine Schachtel oder eine Vase oder irgendwas verwenden, aber wenn ihr die Körbchen kauft um 10 Euro, dann kann ich das einer Witwe in Afrika geben, die machen die. Damit sie ihre Kinder, ich möchte gerne so viele Frauen ermutigen, dass sie was tun können, damit sie wieder Würde bekommen. Wisst ihr, ich will keine Bettler erziehen, sondern Investoren. Amen. Und dass sie was tun können dafür und es verdienen. Amen. Ja, und ich bin sehr dankbar, dass ich das mache. Also mit so einem Körbchen, 10 Euro. Da drinnen steht Folgendes. Ich bin es, Gott. Heute werde ich mich um all deine Probleme kümmern, aber bitte vergiss nicht, ich brauche dazu deine Hilfe. Sollte es geschehen,
dass der Feind dich in eine Situation bringt, mit der du nicht fertig wirst, versuche erst gar nicht, das Problem selbst zu lösen. Sondern sei so freundlich und wirf das Problem in die EDJE-Box. Etwas, das Jesus erledigt, Box. Amen. Etwas, das Jesus erledigt, Box. Ich werde mich zur rechten Zeit darum kümmern. Zu meiner Zeit. Nicht dann, wenn du meinst, es wäre richtig. Wenn du dein Problem einmal in diese Box geworfen hast, dann halte nicht länger daran fest und versuche auch nicht, es wieder herauszunehmen. Jedes Festhalten oder jeder Versuch, es wieder herauszunehmen, wird die Lösung deines Problems nur verzögern. Wenn du meinst, das Problem selbst bewältigen zu können, komme dennoch zu mir im Gebet, damit du dir sicher sein kannst, nun die richtige Lösung zu haben. Da ich weder schlafe noch ruhe, ist es nicht notwendig, dass du deinen Schlaf versäumst. Bleibe ruhig, mein Kind, wenn du mich brauchst, mit einem Gebet erreichst du mich jederzeit. Wenn ich aufwache in der Nacht und ich habe Sorgen, mein Zettel liegt schon am Nachtkastel, wird aufgeschrieben. Und dann torkle ich zu meinem Altar und lege es hin, sage er, da hast du wieder meine Sorgen, ich will weiter schlafen. Und ich schlafe weiter. Amen. Und ich wundere mich, wie Gott Lösungen findet, die ich mir hätte nie vorstellen können. Wisst ihr, er ist viel größer als wir. Und er liebt dich und er weiß genau, was für dich das Beste ist. So, jetzt habe ich es. Nein, das ist nicht da. Ich wollte jetzt von Hudson Taylor was euch vorlesen, das mich sehr bewegt hat. Und an das ich mich halte und das mir unwahrscheinliche Freude bringt und Ruhe, Gelassenheit. Wisst ihr, nicht Gott muss mein Leben führen, sondern ich soll in seinen Wegen wandeln. Die meisten Christen kommen zu Gott mit einer beratenden Haltung. Sie wollen Gott beraten, was er tun soll, ja? Ihr Lieben, das ist nicht der Platz für Gott. Gott wird dir sagen, was du zu tun hast. Ja, das finde ich nicht. Vielleicht bin ich ja im falschen Buch. Schauen wir mal da drin nach. Das kann ruhig sein. Ja, aber es ist wirklich, wisst ihr, wir können lernen von unseren Verwandten, die schon den Sieg davongetragen haben. Amen. Ich lerne sehr viel von der David und der Daniel und alle diese. Da kannst du unwahrscheinlich viel lernen, warum es denen so gut gegangen ist. Ja. Also ich finde das schon, das sage ich das nächste Mal. Aber es geht darum, dass du in alles Jesus hineinlässt. Amen. Und ihm alles überlässt. Wisst ihr, ich habe jetzt über 1000 Mitarbeiter. Aber ich schlafe like a Baby, wie ein Baby. Das sind nicht meine Mitarbeiter. Das sind Gottes Mitarbeiter. Amen. Und er weiß schon, wie er mit denen fertig wird. Amen. Ich bete, dass er Träume und Visionen gibt. Manchmal muss ich nicht lieber Gott spielen, aber manchmal sagt der Herr, jetzt rede ich aber mit ihnen. Amen. Und dann tue ich es auch. Und da habe ich jetzt noch eine Frage, die ich euch stellen will. In deinem Leben, willst du beliebt sein, geliebt sein oder respektiert? Wer will geliebt sein? Euch kann Gott leider nie gebrauchen, weil dann wirst du leicht manipuliert. Ich habe auch gesagt, ich will geliebt sein. Dann hat er gesagt, schade, bist für mich unbrauchbar. Weil dann kann man dich manipulieren. Aber ich will nur mehr noch respektiert werden. Ob ihr mich liebt oder nicht, ist mir schnurzegal. Aber nein, aber ich sag's, ich freue mich schon darüber, okay? Aber ich arbeite nicht dafür. Ich mache keine Kompromisse dafür. Amen. Wisst ihr, wenn Jesus auf dieser Welt gelebt hätte, um geliebt zu sein, hätte er müssen den Pharisäern, die hat er weißgedüngte Gräber genannt. Boah. Der hat sie zur Weißglut gebracht, ihr Lieben. Ich werde in einigen Gemeinden nicht mehr eingeladen in Deutschland, weil ich zu fundamentalistisch bin.
Dann habe ich gesagt, ihr Lieben, ihr habt eine Gabe der Erkenntnis, sie schlägt alles. Hervorragend. Ich habe ein Fundament. Das Wort Gottes und Jesus Christus. Auf welcher Sandkiste stehst du? Amen. Wir müssen lernen, den Mund aufmachen. Wir Christen, wisst ihr, ich habe jahrelang Folgendes erlebt. 5 Minuten war schnell, dass ich erkannt habe, jetzt habe ich wieder keine Antwort gehabt auf diese Sache. Manchmal eine halbe Stunde danach ist mir eingefallen, was ich hätte sagen sollen. Dann habe ich gesagt, Herr, das bringt doch dir keine Ehre, wenn ich dauernd auf den Mund gefallen bin. Und nicht, wie du schlagfertig bist. Ja? Dann habe ich gesagt, Herr, ich gebe dir meine Zunge zu göttlicher Schlagfertigkeit. Amen. Kurz danach, der Cousin meiner Mutter war Missionar in Südafrika. Der kam, es war ein großes Treffen, alle Verwandten. Und ich war schon sehr suspekt in der Familie, weil ich die Bibel gelesen habe, im römisch-katholischen Tirol. Mein Vater hat gesagt, die ist eine Zeugin Jehovas, die sagt es uns nur nicht. Die Katholiken lesen die Bibel nicht. Boah, der hat alle gewarnt von mir. Sehr überzeugend, hat er gesagt. Aber passt auf, die ist in einer falschen Religion. Dann komme ich in den Saal hinein und vorne steht ein ganz naher Verwandter. Der schreit über den ganzen Saal, Maria, du bist ja ein Trottel. Jetzt haben wir mal beitelt und haben gesagt, jawohl, du hast recht. Ich bin ein Trottel für Jesus. Wessen Trottel bist du? Aber ich sage, Herr Jesus, wunderbar, weiter so. Amen. Ja. Ihr Lieben, Jesus war nicht auf den Mund gefallen. Amen. Aber ihr müsst es austauschen. Ihr habt müssen dieses Mundtotsein austauschen. Mit der Schlagfertigkeit Gottes. Amen. Ihr müsst alles austauschen. Und er tut es. Aber ihr müsst das Alte loslassen. Wisst ihr, wir können nicht neue Kleider über die Alten anziehen. Müssen wir ausziehen. Amen. Und so möchte Gott, bis jetzt sind wir erst in der Einleitung. Viel weiter wäre ich heute nicht kommen wie die Einleitung. Wann ist Schluss um 9 Uhr? Ja. Aber was Gott in unseren Tagen tut, er schafft klare Linien. Und da müssen wir schauen, ob wir wohl auf der richtigen Seite sind. Ja. Und da hat der Herr mir einige Punkte gezeigt, die möchte ich euch jetzt vorlesen. Er trennt die Ziegen von den Schafen. Er trennt die Scheinheiligen von den Heiligen. Er trennt die Religiösen von den Echtgläubigen, den Wiedergeborenen, den berufenen Heiligen. Amen. Er trennt den Weizen vom Spreu. Er trennt die Heißen von den Lauwarmen. Es ist noch besser, kalt zu sein, als wie lauwarm. Er trennt die Selbstsüchtigen und Menschenfürchtigen von den Gottesfürchtigen. Er trennt die Hure von der Braut. Wisst ihr den Unterschied zwischen Hure und Braut? Die Braut empfängt Liebe und gibt weiter. Die Hure tut etwas, um Liebe zu kaufen. Er trennt die Denominationen vom Leib Christi. Er trennt die Theologie von der Wahrheit. Er trennt den Baum der Erkenntnis vom Baum des Lebens. Er trennt den schmalen Weg vom breiten Weg. Die Lebendigen von den Toten. Die Stolzen, die sich selbst groß machen wollten. Von den Demütigen, die Gott groß machen wollen. Er trennt alles. Alle Lügen von den Wahrheiten des Wortes Gottes. Und das ist mir für mich sehr überraschend, hat aber gezeigt, alle Religionsgründer, die gestorben sind vom Erlöser dieser Welt, Jesus Christus, unserem Bräutigam, der heute lebt und auf dem Weg ist, um seine Braut ohne Flecken und Runzeln zu sich zu holen. Amen. Alle Irrwege trennt er vom einzigen Weg der Freimacht, Jesus Christus. Er trennt alle vermeintlichen Liebesangebote des Satans mit der einzigen Liebe, die heilt, Jesus Christus. Alle vermeintlichen Gesellschaftsformen von der besten und heiligsten Schöpfungsordnung Gottes
Mann und Frau und Familie. Er trennt alle Toleranz. Jesus war nie tolerant. Er war extrem barmherzig, aber nur mit Sündern, die umgekehrt sind. Alle Toleranz von der göttlichen Barmherzigkeit. Gott hasst die Sünde, aber er wartet mit offenen Armen auf den Sünder, der von Herzen umkehrt. Denkt nur an den verlorenen Sohn. Und da, ihr Lieben, das, ich muss es euch sagen, der Herr hat gesagt, ich muss euch auch Gericht predigen, sonst wisst ihr nicht, wie sehr ihr die Gnade braucht. Der Herr hat mir gesagt, wenn Europa nicht umkehrt, besonders Deutschland, dann wird er und muss er zulassen, dass wie der verlorene Sohn bis zum Schweinetrog kommt. Denn da ging er in sich. Vorher hat er immer noch geglaubt, er hat eigene Wege, die ihm heraushelfen. Zuerst hat er geglaubt, das Geld vom Vater, dann ist das enge Elternhaus raus. Dann hat er gelebt, saus und braus, und dann ging ihm das Geld aus. Und dann haben die Liebesmühlen Gottes zu mahlen begonnen. Hungersnot kam. Hungersnot. Und dann hat er sich an einen der Bürger gehangen. Und wisst ihr, wer auf Menschen vertraut, ist verflucht. Und der hat ihn zu den Schweinen geschickt. Die Schweine hüten. Für einen Juden das Unterste, was es gibt. Und dann ging er in sich. Und Gott wird zulassen, dass wir zu uns selbst kommen. Ganz gleich, was es ihm kostet. Er weint. Er weint darüber. Er will es nicht. Wisst ihr, ich lebe in Afrika und mir wurde bald gesagt, dass das afrikanische Kind die Ohren am Hintern hat. Und dann habe ich meiner Tochter gesagt, Schatzi, wenn du nicht brav bist, muss ich die Öhrchen aufmachen. Und da muss ich dich ein bisschen verklopfen. Und dann habe ich zu ihr gesagt, wenn sie nicht brav ist, gesagt, soll man die Öhrchen ein bisschen aufmachen? Nein, Mama, was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Meine Tochter ist ein entzückendes Mädchen geworden. Ich werde euch dann mal ein paar YouTubes vorspielen von ihr. Und sie ist sehr gehorsam geworden. Und ich habe schon sehr früh gelehrt, wie kannst du der Mama zeigen, dass du sie lieb hast? Wenn ich ihr gehorche. Ihr Lieben, ist der einzige Weg, wie wir Gott zeigen können, dass wir ihn lieben, indem wir seinen Ordnungen gehorchen. Amen. Es geht nicht um unsere Verherrlichung, sondern um die Verherrlichung Gottes auf dieser Welt. Amen. Amen. Habe ich euch verloren oder seid ihr nur bei mir? Okay, Halleluja. Ja, ich habe noch mehrere Gelegenheiten, mit euch zu reden. Aber ja, und Gott verwendet jetzt diesen idiotischen Coronavirus, den er in seiner weisen Voraussicht und Liebe zugelassen hat, um eine radikale Bremsung der gesamten Menschheit zu geben, um sie vor dem sicheren Untergang zu stoppen und der Welt zu zeigen, was hinter den Kulissen der Vertreter Satans gespielt wird. Amen. Ich vertraue, dass keiner von euch sich impfen lässt. Die wollen uns DNA von Hunden und Affen auch implantieren. Die Affen machen es noch, die Hunde sind gehorsam, bis zum geht nicht mehr. Okay, also ihr Lieben, in der Offenbarung 12, 9 bis 12, das hat mich sehr überrascht, was ich dort gelesen habe, das habe ich schon jahrelang nicht mehr gelesen. Und es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt, geworfen wurde er auf die Erde. Und seine Engel wurden mit ihm geworfen. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen. Amen. Denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Und das war jetzt die Schriftstelle, die ich an meinem letzten Sonntag, wo ich in Afrika war jetzt, mit meinen Kindern besprochen habe.
und sie haben ihn überwunden wegen des Blutes des Lammes und wegen des Wortes ihres Zeugnisses und sie haben ihr Leben nicht lieb gehabt bis in den Tod. Darum seid fröhlich, ihr Himmel und die ihr in ihnen wohnt. Wehe der Erde und dem Meer, denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen und hat große Wut, da er weiß, dass er nur eine kurze Zeit hat. Und jetzt habe ich diese Schriftstelle meinen Kindern gestellt. Ich habe 3-Jährige, 5-Jährige, 6-Jährige, 14-Jährige, 20-Jährige. Da habe ich gesagt, ihr Lieben, was kann das bedeuten? Sie haben ihn überwunden, es ist den Teufel überwunden, sie sind die Christen. Aufgrund ihres Zeugnisses, des Blutes Jesus und weil sie ihr Leben nicht lieb gehabt haben bis in den Tod. Was heißt das? Sagt ein kleines Kind von mir. Mama, das heißt, dass wir vielleicht als Märtyrer sterben müssen. Ich war sprachlos. Dann habe ich gesagt, wisst ihr, was das Allerschlimmste wäre in meinem Leben? Wenn mir Folgendes passieren würde. Wenn sie mich zwingen möchten, mich von Jesus loszusagen, indem ich sehe, wie sie euch quälen. Das wäre das Allerschlimmste, sagen die Kinder. Da darfst du nicht schwach werden, Mama. Wir schauen auf Jesus. Und je mehr sie uns quälen, umso schneller sind wir bei Jesus. Und wisst ihr, was sie nachher gesagt haben? Aber wir werden auch nicht schwach, wenn sie dich quälen. Wir bleiben bei Jesus. Ich war begeistert. Diese Einstellung brauchen wir. Diese Einstellung brauchen wir. Da wie sie nachher, und die Kleinen haben gesagt, und Mama auch, wenn sie dich quälen, wir werden nicht schwach. Wir schauen auf Jesus und du musst auch stark bleiben. Halleluja. Halleluja. Wir stehen jetzt in solchen Zeiten, ihr Lieben. Ob es je dazu kommt oder nicht, wissen wir nicht. Aber wir müssen bereit sein. Jesus nachzufolgen, koste es, was es wolle. Amen. Und wisst ihr, da ist mir, Daniel sitzt gerade da, oder Daniel in der Bibel ist mir ein unwahrscheinliches Vorbild. Der Mann, er hatte großes Wohlwollen bei den Behörden, er hat gut gelebt. Und dann hat er Leute gehabt, die ihn weghaben wollten, die eifersüchtig waren. Und haben den König dazu gebracht, ein neues Gesetz zu schreiben. Dass jeder, der eine andere Quelle anruft, außer den König, dass der zu den Löwen geworfen wird. Und der König, nichts ahnend, der hat den Daniel geliebt, unterschreibt dieses Gesetz. Jetzt haben sie den beobachtet. Und der hat nicht alles zugesperrt. Der hat die Fenster aufgerissen, der Daniel, und hat dreimal Gott angebetet und von Gott alles erwartet. Jetzt haben sie ihn gehabt. Jetzt haben sie ihn zum König geführt. Der König konnte nicht anders, als ihn zu den Löwen zu werfen. Und die haben ihn reingeschmissen. Ihr Lieben, die Löwen haben geschnurrt wie Kätzchen, wie der Daniel gekommen ist. Wisst ihr warum? Die haben kein Fleisch mehr gerochen. Das war nur mehr Geist. Und dorthin müssen wir kommen. Amen. Wo wir so in Christus sind, dass kein Fleisch mehr da ist, sondern dass wir Geist Gottes sind. Amen. Denn die Löwen waren hungrig. Und der König hat die ganze Nacht gefastet und gebetet und ist dann in der Früh hingelaufen und hat schon gerufen, hat dich dein Gott bewahrt? Und der schreit, jawohl. Und er kam heraus. Und er kam zu hohen Erden. Und dann haben sie aber die anderen reingeschmissen. Aber ich sage es auch, der erste Biss war tödlich. Amen. Und darum muss Gott an uns arbeiten, dass wir nicht mehr Fleischgeruch haben. Zu mir hat einmal jemand gesagt, solange man dich noch beleidigen kann, hast du es notwendig. Ich war jahrelang eine beleidigte Leberwurst. Probier es heute. Es wird dir nicht gelingen. Ich bete dann nur, Herr, vergib ihnen, die wissen nicht, was sie tun. Amen. Ihr Lieben, die drei Jünglinge im Feuerofen. Das war genau die gleiche Situation. Die haben sie noch fest angezogen mit Mützen und was ich und zusammengebunden, damit sie ja gleich verbrennen. Das ist alles verbrannt, was zum Verbrennen war. Aber bei ihnen kein Haar. Kein Haar.
Aber die Nächsten, die sie reingeschmissen haben, die haben sogar die, die sie reingeschmissen haben, sind verbrannt. So heiß war das Feuer. Und die sind getan, haben getanzt mit Jesus. Amen. Wir haben uns beschlossen in Uganda, wie der Virus kam. Also ich habe auch gebetet, dass der Herr alles beutelt und schüttelt, was zum Beuteln ist. Ja, ja, damit wir wissen, wo noch Veränderung sein muss. Aber die Gebäude sind alle stehen geblieben. Wir haben in jedem Gebäude die Bibel einbetoniert mit unseren Gebetsanliegen. Jedes Gebäude bei uns, nur wenn es eine Toilette ist, ist auf dem Wort Gottes aufgebaut. Denn wir bauen umsonst. Wenn Gott das Haus nicht baut, bauen wir umsonst. Aber was ich Seelsorge gehabt habe in den letzten Wochen, die sind gekommen der Reihe nach und haben Buße getan. Halleluja. Und um das geht's. Ich war glücklich. Ich war glücklich, dass der Dreck endlich ans Licht kommt. Amen. Gott, wir haben jetzt eine Reinigungszeit, ihr Lieben. Damit du frei wirst, alles zu sein, was Christus in dir ist. Amen. Das ist nicht, um dich zu strafen, sondern um dich frei zu machen. Gott möchte uns frei machen von allem, was uns hindert, so zu sein wie Jesus. Amen. Und da, ihr Lieben, auch bereit zu sein, wenn es dran wäre, bis zum Tod. Ich komme ja, ich lebe in Uganda und Uganda, das Fundament in Uganda sind 25 Märtyrer. Das war im 19. Jahrhundert. Da waren ganz starke Missionare dort. Und der König damals, und das ist natürlich für uns total schockierend, war ein Homosexueller. Und die reichen Leute in Uganda, oder halt jeder, der ein ganz gescheites Kind hatte, hat es an den Königshof gegeben, um dort erzogen zu werden. Ja. Was auch nicht richtig ist. Ja. Die Eltern sollen das machen. Aber da waren ganz viele ganz gescheite, wunderbare junge Männer. Und der, die betreut hat, war der Erste, der gläubig wurde im ganzen Land. Und der hat dann dauernd geschaut, dass diese Kinder nie mehr in der Nähe des Königs sind, damit sie nicht mehr missbraucht oder halt nicht missbraucht werden können. Und dann war einer sehr eifersüchtig auf dem Könighof und hat gesagt, da gibt es eine Gruppe in unserem Land und die beten einen anderen König an als dich. Dann hat er sie kommen lassen und hat gesagt, so, alle, die mich anbeten hier, die einen anderen König beten, die hier. Der Erste, der zu den anderen Königen war der Sohn von dem, der das Ganze angezettelt hat. 25 junge Burschen mit diesem Leiter sind auf die Seite, die einen anderen König anbeten, Jesus Christus. Die hat er alle langsam köcheln lassen. Den Mann, der alle zu Jesus geführt hat, der 3 Tage langsam verbrannt. Und der Jüngste war 15 Jahre von denen. Und keiner hat einen Laut von sich gegeben, außer sie haben Lobpreis gesummt. Und auf diesen 25 Heiligen ist Uganda aufgebaut. Und der Glaube, wir haben 80% Christen. Und ich bin sehr dankbar, denn die haben heute noch so einen Einfluss im Land. Und wisst ihr, wir haben auch Menschen, die ihr Leben gegeben haben. Viele Missionare sind aus Deutschland, Österreich, Schweiz hinaus. Und da haben wir auch einen guten Bonus. Amen. Von dem wir zehren dürfen. Aber heute ist jeder von uns gefragt. Jeder. Wie ich bedingungslos mein Leben Jesus gegeben habe, war mein erster Gedanke, oh, wenn ich jetzt als Märtyrer sterben muss, Herr, ich garantiere nichts. Ich weiß genau, ich leide nicht sehr gerne. Dann hat der Herr gesagt, wenn das dran wäre für dich, Maria, dann würde ich es nochmals tun. Ich habe es schon einmal gemacht. Ich habe keine Angst. Ich glaube, dass Gott Gnade schenkt für alles. Wenn wir einmal gelernt haben, in allem auf seine Gnade zu bauen, dann kriegen wir auch da die Gnade. Amen. Amen. So, aber heute möchte ich fragen, wer ist bereit, Jesus nachzufolgen, koste es, was es wolle? Der soll aufstehen. Aber bitte, habe jetzt nicht jetzt schon ein Gesicht eines Märtyrers, sondern freue dich. Amen.
Also ich sage es euch, gebt euch selbst jetzt einen Klatschopfer. Das ist ein Wunder. Yeah! Gebt euch einen Klatschopfer. Halleluja. Ich glaube, der Teufel zwitschert jetzt ab. Da sind jetzt schon einige Depressionen weg, das sage ich da. Halleluja. Betet mir noch. Vater im Himmel, ich danke dir für deine Liebe, dass du dein Kostbarstes gegeben hast, für mich den Preis zu bezahlen, damit ich vor dir stehen kann, in der Gerechtigkeit Jesu Christi. Und Vater, ich gebe dir heute die Freiheit, mit meinem Leben zu machen, was du willst, wie du willst, wann du willst, wo du willst. Du kannst mich auch auf null reduzieren. Aber Vater, verherrliche deinen Namen. Setz mich zum Segen und schenk mir Freude, die die Welt nicht geben und nicht nehmen kann. Und Vater, ich bitte dich, dass du mir in dieser Woche die Augen und Ohren des Herzens öffnest, damit ich die weite Breite, Länge, Höhe und Tiefe, die du deiner Liebe, die du für mich hast, erkenne und alles Misstrauen in mir weichen muss. Denn du liebst mich mehr, als mich je jemand lieben könnte auf dieser Welt. Und auch mehr, als ich mich selbst liebe. Und ich liefere mich jetzt dieser deiner Liebe aus. Und ich danke dir, Vater, dass deine Gnade ausreicht in allem, was du planst. Und du bist der liebste Vater dieser Welt. Und du willst, dass es deinen Kindern gut geht. Amen. Halleluja. Danke, Herr Jesus. Gut. Seid ihr ermutigt? Ja. Also die ganzen Unterlagen, ich habe sie da kopiert, kriegt ihr dann. Amen. Es geht, wisst ihr, Gott braucht 100% da. Auf Luganda, Chikumi Kuchikumi, heißt 100%. Wir grüßen uns schon, Chikumi Kuchikumi, yes Mama, Chikumi Kuchikumi. Dann weiß ich, das sind 100% da. Amen. Ein halber Christ ist ein ganzer Mist. Man kann nicht 99% schwanger sein, okay? Entweder bist du total, bist du 99% schwanger? Nein, 100%, gell? Amen. Amen. Man kann auch nicht 90% verheiratet sein. Ja, du kannst schon, aber das wird eine Katastrophe. Amen. Es geht ums Ganze. Gott hat sein Liebstes gegeben und nichts zurückgehalten für dich. Und jetzt hat er noch den Heiligen Geist ausgegossen. Da kommt noch viel dazu. Amen. Ich sage es euch, ich lebe das glücklichste Leben, das du dir vorstellen kannst. Amen. Gott ist in Kontrolle meines Lebens. Und Gott wird die Kontrolle und will die Kontrolle deines Lebens übernehmen. Aber hör auf, hineinzupfuschen. Amen. Lass ihn den Chef sein in deinem Leben. Und du wirst sehr dankbar sein und überrascht sein über das, was er tut. Überrascht sein. Er schockiert mich dauernd mit seiner Liebe. Soll ich euch ein paar Sachen erzählen? Hab's noch Zeit? Zwei, drei Sachen. Letztes Jahr kriege ich einen Anruf, dass ich ausgewählt wurde, ein Ehrendoktorat zu bekommen. Sag ich, um Gottes Willen, wie kommen denn die dazu? Ja. Die haben Leute gesucht im Land, das war eine amerikanische Universität, eine christliche, die unter keiner Korruption sind. Waren circa 30. Und da wurde ich auch ausgewählt. Da haben sie mir ein PhD gegeben, ja, für christliche Werke. Dann habe ich ihnen, wie sie mir das überreicht haben, gesagt, danke für die Bestätigung. Das habe ich mein ganzes Leben gelebt. PhD heißt Pulling Heaven Down. Amen. Und das ist unser Auftrag. Ich gebe euch heute alle ein PhD. Ihr sollt, wo immer ihr seid, den Himmel herunterreißen. Amen. Amen.
Wisst ihr, wir sollen uns nicht auf die Hölle konzentrieren, sondern auf den Himmel. Und den herunterreißen, wo immer wir sind. Amen. Dann wurde ich eingeladen als Ehrengast im Knesset in Israel beim Gebetsfrühstück. Ich habe gar nicht gewusst, dass die Gebetsfrühstück im Knesset haben, als Ehrengast zu kommen. Ich dachte, um Gottes Willen, wer hat mich da vorgeschlagen? Ich weiß heute noch nicht, wer mich vorgeschlagen hat. Aber da muss ich gehen, das ist der Heilige Geist. Ja. Dann kommt die First Lady drauf, dass ich eingeladen bin. Sie war auch eingeladen, die haben nur Staatsoberhäupter eingeladen. Heuer sind wir zwei eingeladen. Ich sag's euch, wir sind geboren zu herrschen. Wir sind die Staatsoberhäupter. Amen. Und die kommt drauf, dass ich eingeladen bin, aber sie konnte nicht gehen. Lässt mich anrufen von ihrer Sekretärin, wir sind sehr befreundet, ob ich nicht bereit bin, ihre Rede von der First Lady von Uganda im Knesset zu halten und sie und Uganda zu vertreten. Ihr Lieben, habe ich zurückgerufen, ich sage, tut mir leid, aber ihr habt die falsche Farbe gewählt. Wie kann ich als Europäerin Uganda vertreten und die First Lady? Da haben sie zurückgerufen, nein Maria, nicht die falsche Farbe, das richtige Herz. Das war für mich das schönste Kompliment. Ich bin bereit, für Afrika zu sterben. Aber Gott hat mir gesagt, er ist schon gestorben. Ich brauche nicht mehr sterben für sie. Amen. Wisst ihr, Gott, in Sprüche 22,4 heißt es, der Lohn, und Lohn ist etwas, was man verdient, ja? Der Lohn der Demut, und Demut heißt Gott groß machen, nicht sich selbst klein machen, Gott groß machen. Und der Gottesfurcht heißt, ich respektiere Gott. Ist Reichtum, Ehre, Leben. Amen. Und das möchte Gott uns schenken. Was müssen wir bringen? Demut. Gott groß machen. Und Gottes Furcht. Gott respektieren. Der Rest kommt und folgt dir. Ich garantiere dir es. Ich habe alle unsere Werke hinten irgendwo im Busch gebaut, damit man gesagt hat, die Neugierigen braucht man nicht. Aber die finden uns alle. Amen. Wisst ihr, da musst du gar keine Anstrengungen machen. Das wird dir alles zufallen. Suche zuerst mein Reich und meine Gerechtigkeit. Und alles andere wird euch zufallen. Ich werde vor Zufällen oft erschlagen. Amen. Halleluja. Amen. Gott ist gut und Gott liebt dich. Und Gott hat große Pläne für uns, große Pläne für jeden Einzelnen. Er will, dass wir jetzt aufstehen und anfangen zu herrschen. Und zwar über die Finsternis. Amen. Nicht über die Menschen. Über die Finsternis, über die Werke des Teufels. Und für alles, was er uns angetan hat oder antun will. Amen. Okay. Shalom, shalom.